Hallo meine lieben Zuschauer, schön, dass ihr mit dabei seid. Vielleicht sogar live bei YouTube Premiere, neue Funktion, die ich auf meinem Kanal habe. Wer jetzt also live reingeschaltet hat und mit dem Chat ist, seid gegrüßt da draußen. Hallo Leute, ich bin auch mit am Start. Wir können uns jetzt gerade live unterhalten zu dieser Folge, zu dieser Episode. Und ich finde dieses Feature genial. Wer das nicht kennt, ich kann Videos freischalten auf meinem Kanal und die sozusagen mit euch live zusammen gucken, wenn sie rauskommen. Und das tun wir gerade. Das heißt, wer das gerade mit mir live guckt, hallo da draußen. Voll cool, dass ihr da seid und ich will diese Funktion öfters benutzen. Ihr seht, wir sind wieder im US-Setting dabei. Mein Name ist Juan Tuan Ting Quang. Ja, ich bin hier heute mal, weiß auch nicht, wie ich auf den Namen gekommen bin, unterwegs. Es ist wieder das US-Setting. Das bedeutet, wir werden heute wieder ein bisschen rumballern. Die letzte Folge, wo ich Bad Motherfucking, darf ich das sagen, Bad Cop gespielt habe, kam auf jeden Fall gut an. Hat euch gefallen. Aber genug gequatscht, Leute. Ich freue mich auf euch. Schreibt in den Chat, wie cool ihr diese Premiere-Funktion findet. Und wenn ihr es verpasst habt, schaut mal auf meinem Kanal öfters vorbei. Da gibt es dann auch coole Announcements. So, kurzes Intro, Leute. Palim, palim. Und gleich geht's richtig los mit Alice PDV hier in der US-Settings. In den US-Settings. So heißt das. Ja. So, dann schauen wir mal, ob wir hier vorne Fahrzeuge stehen haben. Ansonsten gehen wir mal in die Garage und gucken, was wir uns heute ausparken. Da vorne stehen schon ein paar coole Karren. Als Ausrüstung habe ich wieder meine ganz normalen Waffen mit dabei. Jetzt gucken wir, das ist, glaube ich, alles das ganz normale Fahrzeug. Wer hat der denn da hinten geparkt? Ihr seht ihr das? Der Kollege, ich war wieder besoffen gestern oder was? Unglaublich, diese Leute. Was ist denn da los, ey? Seht ihr das? Alles schön geparkt, außer er hier. Nummer 929, müssen wir uns noch merken. Werden wir aber nachher nachfragen bei der Zentrale, wer dieses Fahrzeug gefahren hat. Ansonsten gehen wir mal zur Garage runter und gucken eben, was wir hier für Fahrzeuge auspacken können. Habe ich schon lange nicht mehr benutzt, die Garage, ist aber auch ein sehr cooles Feature eigentlich. Gehst du rein, drückst E, kannst du Fahrzeuge angucken. Ja, dauert ein bisschen, aber jetzt geht's. So, da. Den Police Cruiser haben wir gerade gesehen. Der Buffalo ist ein sehr schönes Fahrzeug. Oh, den Interceptor nehmen wir mal, oder? Der Interceptor ist ein schönes Fahrzeug. Ich würde sagen, mit dem cruisen wir heute mal durch die Gegend. 1A, Leute. Und was wir mit dem machen, bevor wir losfahren, habe ich auch schon hier gemacht. Wir tunen den mal. Und zwar Hydraulics. Nein, natürlich nicht. Bounce. Nee, lassen wir lieber sein. Und zwar Vehicle Mod Menü. Geben wir dem Ganzen mal ein bisschen mehr Power auf der Engine. Brakes, also Bremsen, Transmission, jetzt passt auf, Suspension, flupp, gleich mal runtergelegt. Armor brauchen wir nicht, Wheels, gucken wir mal, was wir hier so nehmen können. Geben wir dem ein bisschen mehr so gepimpte, ja, die sind schon, halt, ich finde Wheels macht sau viel aus bei Karren. Könnt ihr mir gerne jetzt mal auch im Live-Chat oder in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich finde Wheels echt nice, ist natürlich ein bisschen übertrieben, das weiß ich auch. Aber ganz ehrlich, sieht die Karre jetzt nicht viel geiler aus so, als mit diesen Standard-Wheels. So, die Person da vorne mal bitte auf die Seite. Wow, meine Scheiben sind leicht getönt. Dann lassen wir jetzt mal mit der Innenansicht sein. Fahren wir mal rüber. Oh, der Kollege hat schon einen Satz. Fährt voll in den Bus rein. Alter, war das knapp, ey. Jesus Christ, ey. Und die Dame hinter mir, ja, denkt sich einfach, lauf mal über die Straße. Warum denn nicht, ne? Okay, wir haben den ersten Einsatz. Impairing Substance to test for including... Okay, alles klar. Hallo, Sirene? Ah, okay. Wo ist der Einsatz da vorne auf dem Freeway? Sieht so aus, als müssen wir die Person überprüfen. Wir müssen hier mal wenden, so wie es aussieht. Kann ich auch, Mann, Leute, kann ich auch. So, jetzt müssen wir aufpassen, die Kreuzung ist immer wieder Terror, ey. Hier stehen so viele Leute rum, auch die Cops sind hier vor Ort. Okay, alles klar, wir sind rausgekommen. Fährt super, die Karre, ganz ehrlich. Lässt sich richtig gut fahren und auch mies getunt die Karre. Seht ihr, wie die abgeht, ey, holy shit. Echt aufpassen, dass ich hier nicht in den Verkehr reinrase. Richtig nice, richtig, richtig gut. Jetzt einmal hier hochfahren, ist auch wieder ein Traum. Ich liebe den Straßenverkehr hier. Okay, wir müssen einmal hier die Auffahrt hoch. Dann fahren wir einmal im Kreis. Okay, wo ist die Person, ist die abgehauen? Wo ist denn der Wegpunkt jetzt hin? Die Sirene mal aus, die nervt nur. Okay, hier haben wir wieder das große Glück, dass zwei Fahrzeuge nebeneinander fahren, aber kommen wir ganz gut durch. Oh, die Person scheint zu flüchten, Leute. Guckt mal. Okay, das wird eine Verfolgungsjagd. Ich muss die Sirene doch wieder anmachen. Ich muss hier runter, glaube ich.
Okay, ich habe auch keine freie Fahrt gerade, was das Ganze noch viel mehr erschwert. Natürlich oberste Priorität, keinen Unfall zu bauen. Das ist nur super schwer mit Verkehr. So, dann gucken wir mal, was kann denn die Karre? 120, 130, 150. Nächster Gang, sieht gut aus. Scheint so, als würde das Fahrzeug hier oben lang gefahren. Ich hoffe, ich mache es hier richtig. Ja, müsste das Fahrzeug da vorne sein. Direkt vom... Oh ja, man sieht schon. Voll am... Holy shit, Leute. Versuchen wir den mal anzuhalten. Gibt auch noch Gas jetzt hier, die Karre. Okay, scheint kein Interesse zu haben, anzuhalten. Oder doch, sieht gut aus. Ich hole mir mal Backup. Okay, wir haben ein Problem, Leute. Wow, wow, wow. Die fahren mir alle viel zu nah hier dran. What, was ist mit denen hier los? Kollege, Alter. Hallo? Stopp. Nein, nein, nein. Ey, steig aus. Hör auf, mir die Karre zu fahren, Mann. Was ist mit dir los? Hallo, hallo, stopp. No, 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 no. Alter. Sag mir, ist doch nicht ganz sauber, oder was? Hör mal auf damit. No, 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 no. Achtung. Ey, Alter. Was, Kollege? Ey. So, ich park mal hier. Wahnsinn, ey. Ey, ganz ehrlich, was soll aber das denn gerade? Wir nehmen mal einen Taser in die Hand. What the fuck, ey? So. Danke, die Dame. Kannst du mal dich um den Verkehr kümmern oder so? Wäre super nett. Wohin läufst du denn? Was ist denn los mit dir? Was machst denn du? Schätzchen, hallo? Ey, ich habe keine... Also nicht dein Ernst. Wie soll ich denn jetzt hier die Person befragen? Kannst du mal bitte auf die Seite fahren? Ey, ist doch nicht dein Ernst, oder? Solche Leute, ganz ehrlich, ey. Okay, wir riechen schon mal starken Alkohol aus dem Fahrzeug, so wie es anhört. Und gehen jetzt nochmal hin. So, die Dame, schönen guten Tag. Officer Kning Chang Bum, mein Name. Ich bitte Sie einmal, mir einen Personalausweis zu zeigen. So, Frau Victoria Linden. Frau Linden, ich werde Sie mal kurz mit der Zentrale überprüfen lassen. Zentrale, bitte einmal Victoria Linden überprüfen. Daten kommen über mein PDA rüber. So, License Valid, alles gut. So, dann hätte ich mal eine Frage an. So, guten Tag erstmal, hi. Und zwar, haben Sie irgendwas getrunken, weil es riecht verdächtig stark nach Alkohol aus Ihrem Fahrzeug? Ah, Sie hatten ganz schön Kopfschmerzen, hat sie gesagt. Und haben Sie denn irgendwelche Drogen genommen? Und sie fragt mich gleich, ob sie denn festgenommen wurde. Warte mal, ich muss auf den Straßenverkehr achten, weil die... Oh, wow, 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 ich hab's gewusst, ich hab's... Entschuldigung, die Dame, ich muss erstmal weg. Also, wir haben ein kleines Problem. Wir müssen irgendwie schauen, dass wir die Frau hier wegbekommen. Jetzt weiß ich noch nicht mehr, wie ich denn der Frau sagen kann, dass sie mir folgen soll. Jetzt regnet es auch noch. Hier, Sonne scheint und es regnet. Voll das Aprilwetter hier heute. Was ist denn da los? Okay. Es gibt eine Möglichkeit, wo ich der Frau sagen kann, dass sie mir folgen soll. Ich bin mir noch nicht mehr sicher, wie ich das mache. Was? Steuerung T? The blip cavalier is now following you. Ah, perfekt. Komm, komm, komm. Auf geht's. Ah, perfekt. Funktioniert. Okay. Dann fahren wir ganz langsam mit der Dame hier vorwärts. Ich meine, muss echt aufpassen, weil die ist besoffen wie Sau, ey. Also ich glaube, die ist voll wie eine Haubitze. Aber da vorne sieht es aus, als hätten wir die Möglichkeit, rechts ranzufahren. Ah, perfekt. Komm, Schätzchen, komm, komm. Ah, ich liebe diese Funktion. Awesome, Leute. Das haben wir richtig gut hinbekommen. Ich hoffe, dass die Kollegin da hinten, die jetzt gerade über den Highway läuft, auch ganz gut klarkommt. So, die Dame, dann bitte ich Sie, mir auszusteigen. Haben Sie irgendwelche Waffen oder Gegenstände bei sich? Ja, sie drehen sich schon mal um. Sieht so aus, als würde ich sie festnehmen müssen. Sie sind erstmal vorläufig festgenommen aufgrund des Verdachts, dass Sie alkoholisiert im Straßenverkehr unterwegs sind. Und mit solchen Hotpants ist es auch wirklich eine Gefahr für den Straßenverkehr. Ich sag's Ihnen, es geht so nicht weiter. So, Sie kommen mal bitte mit. Hallo, können Sie mal bitte mitkommen? Folgen Sie mir mal. Einmal von der Straße ein bisschen weg. Hier rüber, bitte. So. Die Dame. Dann würde ich jetzt mal bitte bei Ihnen. Bleiben Sie mal bitte stehen. Ja, ja. Ja, hallo. Locker bleiben. Ganz locker. Warum laufen Sie denn hier so rum wie so eine Verrückte? Hallo. Hören Sie mal auf damit, ja. So, dann machen wir bitte mal einen Alkoholtest. Kommen Sie mal rüber hier, genau. Nehmen Sie mal bitte hier, was auch immer ich Ihnen gebe. Da pusten Sie jetzt mal ordentlich rein. So, Sie haben Alkohol, Blutalkoholwert von 16%. Ich habe keinen blassen Schimmer, was das ist. Blutalkohollevel 16. Was ist das denn für ein Wert? So, das ist doch klinisch tot normalerweise. Alles klar. Wir machen noch einen Drogentest hinterher.
weil ich glaube, dass sie auch Drogen genommen haben. Zumindest habe ich den Verdacht. So, bitte einmal hier, genau, schlecken Sie mal ordentlich drüber. Dankeschön, alles negativ. Ich werde sie jetzt erstmal festnehmen. Des Weiteren wird ihr Fahrzeug abgeschleppt, weil sie alkoholisiert im Straßenverkehr gefahren sind. Das geht natürlich überhaupt nicht klar. Deswegen auch an euch da draußen, Leute, denkt dran, Alkohol, no, no, no. Ganz schlecht, ja. Nicht Fahrrad fahren, nicht Inlines fahren, gar nicht Alkohol trinken. Das ist vielleicht das Beste so. Alkohol macht die Birne hohl. Ganz ehrlich, ich spreche da aus Erfahrung. Sonst würde ich wäre ich kein YouTuber, ne? Also, ihr wisst Bescheid. So, jetzt würde ich gerne sagen, dass hier meine Kollegin nochmal rankommen soll. Und zwar on scene. Assistance needed and find what else. So, ich hoffe, sie kommt da hin. Holy shit, was zur Hölle passiert denn da hinten schon wieder? Ach, guck mal, diesmal mal undercover, oder was ist hier? Ach, hier, Leute. Holy shit, Vorsicht, Vorsicht. Hallo? Sie da? Locker, hallo, hören Sie auf. Hören Sie auf. Easy, easy, easy. Das ist ein Kollege von der Polizei, hier können Sie nicht einfach ausflippen. Ja, how's it going? Ja, Kumpel, Alter, du hast hier gerade den Typen voll von der Straße abgedrängt, Mann. Das ist going, Mann. Alles klar. Und zwar würde ich sagen... Kannst du mal hier rüberkommen, Kumpel? Du bist ein bisschen zu weit weg von der Tante. Aber ja, wobei, kommen Sie nochmal mit hier, bitte. Kommst du mal hier rüber zu meinem Kollegen. Und Sie bleiben mal schön am Boden liegen. So. Bitte einmal hier stehen bleiben. Und, mein Kollege sollte Sie jetzt eigentlich hier... Ja, Entschuldigung. Ah, jetzt muss ich selber machen. Kumpel, hau rein. Wenn du keinen Bock hast, mir zu helfen, dann mach ich dir selber. So, ich überprüfe sie jetzt mal, ob sie irgendwelche illegalen Gegenstände bei sich tragen. Pass auf, da liegt einer am Boden, ne? Denk dran. Direkt neben meinem Auto. Ah, gut gemacht. Nicht drüber gefahren. Diese Kollegen, ich sag's euch. Verrückter Dude. So, small baggy of cocaine. Ach, gucken sie mal. Da haben sie auch noch Drogen mit dabei. Das geht ja mal gar nicht klar. So, dann werde ich jetzt mal einen Transport für sie rufen. Sie werden jetzt erstmal abgeschleppt. So. Und Sie sind auch erstmal hier, kommen Sie mal hoch. So, Sie werde ich wieder freilassen. Aufgrund der Tatsache, dass Sie jetzt gerade hier angefahren wurden, verstehe ich, dass Sie da ein bisschen wütend waren. Können Sie aber nicht bringen. Sie können nicht einfach auf den Polizisten zustürmen und den versuchen zu verprügeln. So, Kollegin, danke schön, dass du mitnimmst. Jetzt werde ich das Fahrzeug abschleppen lassen. Und Sie passen Sie bitte auf, Sie sind auf dem Highway da vorne, ja? Dankeschön. So. Tow-Truck. Oh cool, ich hatte ja auch K9-Backup. Ich könnte das Fahrzeug auch durch eine Hundestaffel überprüfen lassen. Ganz vergessen, dass ich das installiert habe. Voll nice. So, unser erster Einsatz, Leute. Sieht soweit gut aus. Mal gucken. Jo, das war's soweit. Ah, der läuft auch durch die Straße hier. Ich hab's ihm gesagt. Achtung! Alter, suizidgefährdeter Typ, ich sag's euch. Kranke Leute hier in Los Santos, kranke Leute. So, der Truck wird hier den jetzt aufladen. Okay. Ja, und der Typ rennt einfach über die Straße. Soll mir egal sein. Okay, cooler erster Einsatz. Nochmal zurück zu dieser Premiere-Funktion. An die ganzen Zuschauer da draußen, die es nicht mitbekommen haben. Ich kann YouTube-Videos freischalten. Und wenn das Video freigeschalten ist, kann man das live zusammen gucken mit einem Live-Chat, wo ich auch anwesend bin. Also zurzeit bin ich immer mit am Start. Ich finde das super nice, sich mit euch zu unterhalten. Macht auch mega Laune, zusammen so eine Folge anzuschauen. Und ich kriege halt auch sofort Feedback. Plus ihr als Community seid live mit mir zusammen da, wenn ihr diese Folge gucken. Ist einfach nur ein nices Feature so und ich würde das gerne öfters machen. Deswegen schreibt mir doch mal jetzt gleich im Livestream in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ob ihr das ein geiles Feature findet. Ob ich das bei jeder Folge machen soll. LSPDFA oder Jagdons oder BrickRigs. Ich würde es auf jeden Fall gerne machen. Und wenn ihr diesen Livestream verpasst habt, eben wo wir zusammen geguckt haben, schreibt es mir auch gerne in die YouTube-Kommentare. Attention all units. An officer requiring assistance in Grande Sonora Desert, respond code 2. In Grande Sonora Desert braucht er einen Traffic Backup, nee, sorry, Zentrale, aber den machen wir nicht. Das ist mir zu weit weg, ey. 10-4 sehe ich genauso so. Wir fahren mal hier ein bisschen durch die Gegend. Immer hupen. Attention, this is dispatch. We've got on... Carson Avenue, Units respond code 3. Okay, wir haben Kidnapping-Leute. Eine Geiselnahme. Approach with caution. Scheint so, als wäre der Geiselnehmer bewaffnet oder hätte die Person unter seiner Gewalt. In seiner Gewalt, so heißt es ja. Sprachfehler von der Wind. Haben wir überhaupt schon ein geiles Hashtag für die heutige Folge gehabt? Nehmen wir doch mal einfach Wochenende. Hashtag Wochenende in die Kommentare, Leute. Und let's go so. Ganz wichtig,
ihr wisst das auch. Ich sag's ja jedes Mal. Like doch mal bitte die Folge, wenn es euch gefällt. Wenn ihr es kacke findet, habe ich auch kein Problem damit, wenn ihr ein Dislike da lasst, ja. Ist auf jeden Fall euer Ding so. Ihr entscheidet, ob ihr es gut findet oder nicht. Möchte ich da gar nicht reinquatschen. So. Ach ja, ich wurde auch oft gefragt, wann kommt mal wieder Jagd uns oder Brickricks oder Jagd mich, whatever. Ich werde die Folgen in nächster Zeit wieder aufnehmen. Ich habe mich zurzeit einfach viel darum gekümmert, um YouTube und einige Dinge auf meinem Discord, um den 5M Roleplay Server. Da geht halt auch viel Zeit drauf, Leute. Und deswegen bitte ich um Verzeihung, dass jetzt nicht wirklich jeden Tag Videos kamen. Geben wir aber natürlich Mühe, ja. Denkt dran, ich mache das Ganze eben auch, weil es mir sehr viel Spaß macht. Und das ist auch eine wichtige Sache hier auf YouTube, weil sonst nur Videos produzieren, damit ich Videos mache, das taugt mir einfach nicht. Habe ich noch nie so gemacht. So, Dala, wir sind gleich vor Ort. Machen wir mal die Sirene aus. Okay. Ich glaube, die Location kennen wir. Hier waren wir schon mal, Leute. Was ist hier los? Okay, ich nehme mal... Da, nehmen wir die Pistole in die Hand. Ich habe ein bisschen Schiss hier. Das ist eine heiße Gegend. What the fuck? Alter, Kollegen. So, wir rufen gleich nochmal hier, und ziehen Backup dazu. Backup needed on Carson Avenue. So, ich glaube, ich kann meine Waffe wegnehmen. Da hinten ist der Kollege, der zur Unterstützung kommt. So, seien Sie gegrüßt. Hello, are you the person that called? Also, ich frage ihn gerade, ob er angerufen hat. Er sagt ja. Und was haben Sie denn gesehen? Dann sagt er, er hat gesehen, wie ein Mann eine... I saw a man being... genau, wie ein Mann von zwei Personen gekidnappt wurde. Schätzchen, schön, dass du da bist. Sei gegrüßt. Wie sahen Sie denn aus? Haben Sie die Gesichter gesehen? Dann sagt er, nee, Sie hatten Masken an. Okay, das ist natürlich schon mal ein guter Indikator. They dragged him to the back of the vehicle. Also die haben die wirklich ins Auto gezerrt und hinten ins Auto geschmissen. Und die haben einen schwarzen Burrito 3 gefahren. Und License Plate, haben Sie da irgendwas gesehen oder konnten Sie das Kennzeichen erkennen? Und er hat ein Foto aus dem Handy gemacht. Guter Typ, Mann. Ohne Scheiß, gute Reaktion davon, ein Foto zu machen. 37ZGY322. Attention, this is dispatch and banning. Alles klar. Vielen Dank für das nette Gespräch. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und hat mich gefreut. Kollegin, erstmal vielen Dank. Du kannst erstmal wieder gehen. Ich habe mit der Person gesprochen und werde wahrscheinlich erstmal weiter alleine hier diesen Einsatz durchführen. Okay, dann kümmern wir uns jetzt mal um den schwarzen Burrito. Ich war mir nicht sicher, was hier passiert. Deswegen habe ich die Kollegin zur Unterstützung gerufen. Wer eskaliert denn hier schon wieder so? So, wir fahren zum verdächtigen Fahrzeug oder überprüfen mal einen schwarzen Burrito, der da gesehen wurde. Wahrscheinlich werde ich auch, wenn ich vor Ort bin, das SWAT rufen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Halt, ich muss da... Oh, ich muss hier rein. Hier machen wir die Sirene aus. Wow, die Karre, Alter. Gut getuned hier auf dem... auf diesem, wie soll ich sagen, auf dem dreckigen Weg hier. Plötzlich die Karre schwer. Ach, guck mal, Leute. Hier war ich schon mal. Hier war ich schon mal. Und zwar glaube ich, ist es dieser Einsatz, wo die Geisel in dem Gebäude ist und ich durch die Tür kann, alles aber beim letzten Mal nicht gesehen habe. Sehr geil. Das freut mich, dass ich diesen Einsatz hier nochmal spielen kann. Wir nehmen diesmal die Pistole. Ich werde es aber alleine versuchen, Leute. Hier in der Nähe muss irgendwo die Person sein. Da vorne ist der schwarze Burrito. Meine Lampe, kann ich die nicht auch anmachen? Was war denn das? H? Schnell vergessen, wie kriege ich denn die Taschenlampe an? T? Nee. Auf jeden Fall haben wir hier das Fahrzeug stehen. Ich gehe mal vorsichtig ran, Leute. Boah, dieser Nebel hier auch. Okay, wir gehen zur Tür. Ich glaube, T war es, oder? E? Es gab eine Option, womit ich hier reingekommen bin. Wird aber gerade nicht angezeigt. Ich hole mal eine Local Patrol dazu. Überprüfen wir das Fahrzeug. Gucken wir, ob wir noch einen zweiten Eingang finden. Target Vehicle License Plate 37 Zebra George Young 322. A possible stolen vehicle. Okay. Das Fahrzeug wurde auch als gestohlen gemeldet. Hier komme ich auch nicht rein. Ach, damit, Leute. Was war denn? Hier war doch... Ich kam doch für diesen... Das letzte Mal. Ich bin mir ziemlich sicher, als ich diesen Einsatz gemacht habe. Hieß es, Ralf, du kannst mit einer Taste die Tür öffnen. Jetzt stehe ich hier, habe denselben Einsatz nochmal. Ich bin eigentlich ziemlich happy, so dass ich den Einsatz nochmal habe, weil ich den unbedingt zu Ende machen will. Aber ich
kriegt die Tür nicht auf. Wobei hier vielleicht. T, E, F. Scheiße. Mag nicht so, wie ich will, Leute. Vielleicht sind die Laderampen. Nee, auch nicht, ne? So, was bleibt mir jetzt noch übrig? Der Kollege ist auch vor Ort. Sei grüßt, schön, dass du da bist. Ich hab keinen Bock mehr. Ja, gut, dann fahrt mal wieder. Auch nicht schlecht. Also... Ah! Knock on the door. Ah, guck mal, jetzt geht's auf einmal. Okay, screaming for help inside. Okay, irgendwie habe ich jetzt gerade es getriggert. Ah, T. Okay, irgendwas passiert da drin, Leute. Ich gehe mal ein Stück zurück. Ihr hört die Stimmen da drin. Ja, geil, Mann. Cool, läuft. Holy shit! Okay, Shots fired, Shots fired. Ich rufe nochmal gleich Support. SWAT. Okay, da gehe ich nicht alleine rein, Leute. Habt ihr es gesehen? Ihr sofort auf mich geschossen. Ich gehe mal ein bisschen in Deckung. Ich hoffe, dass gleich Unterstützung da ist. Einen Helikopter kriege ich leider nicht, schade. Kann ich denn sonst irgendwas anrufen hier? K9 Backups, dafür... Nee, brauche ich nicht. Okay, wir warten, bis die SWAT-Kollegen da sind. Das hier ist hier nochmal... Holy fucking shit, wie die angerast kommt. Nice Job, Jungs. Okay, let's go. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Hier rein, 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 rein. Polizei, Achtung, Hände hoch, Hände hoch. Okay, Achtung. Shots fired. Schieß mal ein bisschen daneben. Achtung, nehmen Sie die Waffe runter, nehmen Sie die Waffe runter. Jungs, Jungs, hier drin ist eine Schießerei. SWAT Guys, rein, 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 rein ins Gebäude. Alles da ist umstellt, wunderbar, ich gehe rein. Vorsicht, nochmal nachladen. Let's go. Runter mit der Waffe, runter mit der Waffe, runter mit der Waffe, habe ich gesagt. Kopfschuss, Leute, Achtung, rein, 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 rein. Safe, safe, safe. Achtung, die Geisel ist in der Mitte, die Geisel ist in der Mitte. Vorsicht, Leute, ich gehe runter. Shots fired, auf einer am Boden, Achtung, links. Alles klar. Okay. Alles da sieht gut aus, Kollege, vielen Dank für die Unterstützung. Schönen guten Tag. Ich nehme mal die Waffe runter. Officer Kneifinger, mein Name. Alles gut bei Ihnen? Oh mein Gott. Thank you so much. Er bedankt sich gerade sehr herzlich bei mir. I don't know what they would have done to me. Also er weiß nicht, was sie sonst mit ihm gemacht hätten. Und brauchen Sie irgendwas? Brauchen Sie ärztliche Unterstützung oder Hilfe? Geht's Ihnen gut? Nee, ihm geht's gut, sagt er. Er ist nur total aufgeregt und es war eine krasse Situation. Ich meine, ich habe auch gerade zwei Typen neben ihm erschossen. Das kann ich nachvollziehen. Do you know why you were targeted? Also warum haben sie den festgenommen oder warum haben sie ihn entführt? No, I don't, but I live in the Buzzard family. Okay, er sagt, nee, er weiß nicht genau, aber er hat eine sehr reiche Familie. Vielleicht liegt's daran. Und haben sie irgendwas beobachten können oder hören können, was sie gesagt haben? Okay, die haben Chinese gesprochen oder something. Alles klar. Dann gehen sie mal raus. Ich weiß nicht, ich rufe wahrscheinlich nochmal einen Medic, der sie mal überprüfen soll. We've got an ambulance requested and so, Kollegen. Und einen Corona rufe ich auch nochmal. Hier für die Leichen. So, Kollegen, erstmal vielen Dank. Die Geiselnahme wurde beendet. Die Person ist unverletzt. Scheint aufgrund von Geld entführt worden zu sein. Er scheint eine reiche Familie zu haben und das ist wahrscheinlich der Grund, warum die Person hier entführt wurde und hier festgehalten wurde. Die zwei Personen sind tot. Ich bitte euch, das in euren Bericht mit aufzunehmen. Die wurden erschossen im Einsatz. Die Geisel konnte aber befreit werden. Also für uns eigentlich ein sehr guter Einsatz. Jetzt wird noch der Corona-Service kommen. Bitte macht mal den Weg frei, dass die hier die Leichen aufnehmen können und den Tatort fotografieren können. Und dann schauen wir noch, ob der EMS hier was machen kann. Lass ihn mal bitte durch. Geh mal auf die Seite hier. Genau, Kollege. Komm, lass ihn jetzt mal durch hier. Sei mal nicht so, ey. Genau. Alles klar. Der Corona wird jetzt... Oh Mann, lass... Ja, Leute, lass ihn doch durch. Lass ihn doch einfach mal durch. Ja, was ist denn los mit euch? So, der Corona wird sich dann mit den Leichen beschäftigen. Ich würde sagen, wir müssen gleich einen Bericht schreiben. Dann fahren wir zurück zur Wache. Und Leute, ich bedanke mich. Ja, machen wir erstmal Fotos von der Wand. Das ist eine gute Idee. Bedanke mich fürs Reinschauen und an alle da draußen, die jetzt so zahlreich erschienen sind im Livestream bei dieser Premiere. Sau cool, dass ihr da wart. Ich freue mich riesig. Das macht mega Laune mit euch. Genau, erstmal einen Sack packen. Und wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, schreibt es mir bitte jetzt in die Kommentare im Video oder im Livestream bei der Premiere. Und jo, cooler Einsatz. Haben wir endlich mal zu Ende gemacht. Freut mich riesig. Danke, dass ihr am Start wart und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es heißt wieder LSPDFR, Officer Knallfinger oder aka Officer Qingwang Hongdu. Ich bin draußen, macht's gut, Leute, auf Wiedersehen. Ciao, ciao.